Okay, hallo. Heute zeige ich euch ein Tutorial mit dem Photoshop. Ihr macht einen eigenen Planeten. Ich kann mal kurz gucken, ob ich jetzt auf die Schnelle einen finde, den ich, keine Ahnung, gestern, vorgestern erstellt habe. Also, sieht echt cool aus. Ja, mal kurz warten. Da haben wir doch ein Bild. Bisschen überladen der Rechner, aber egal. Ja, das ist jetzt der Planet, den ich euch zeigen werde. Ich finde, er sieht cool aus. Und ist vor allem extrem einfach zu machen. Okay, dann machen wir mal eine neue Datei. Am besten wäre sie wäre quadratisch. Also ich habe jetzt 1000x1000 Pixel. Hintergrund, keine Ahnung. Das ist eh egal, der wird eh schwarz gefärbt. Also, als erstes nehmt ihr das Füllwerkzeug. Nehmt hier die Farbe schwarz. Dann nehmt ihr das Ellipse, das Auswahl-Ellipse-Werkzeug, drückt Umschalt, also haltet Umschalt gedrückt und zieht einen relativ großen Kreis. So. So, jetzt macht ihr folgendes. Jetzt geht ihr auf Filter und hier jetzt auf die Ränder filtern Differenzwolken. Dann sucht ihr euch mal mit Steuerung F ein Muster aus, was euch gefällt. Das sieht doch mal gut aus für einen Planeten. Als nächstes nimmt er die Filter. Die Verzerrungsfilter. Dann geht er auf Wölben. Macht 100% Modus normal. Dann ist alles okay. Als nächstes macht ihr die Auswahl umkehren, dann geht ihr auf Filter. Fuck, was war das nochmal? Scheiße. Ja, radialer Weichzeichner. Die Stärke stellt ihr so auf 38 oder 39. Ja, ich habe jetzt auf 38 gehabt. Die Qualität auf sehr gut und strahlenförmig. Okay. Und das macht er dann ein paar Mal mehr. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. So, dann nochmal. Okay, jetzt habt ihr an sich den ganzen Planeten. Jetzt nimmt er den Filter, die Auswahl und hebt die auf. Jetzt seht ihr hier an den Rändern, ich vergrößere das mal ein bisschen. Ja, nicht so groß. So, jetzt seht ihr, dass die Ränder hier extrem ausstechen aus dem Bild, dass das irgendwie gar nicht so recht passt. Dann nehmt ihr das Weichzeichenwerkzeug oder macht einfach Shortcut R. Dann fährt ihr einmal hier rum. So. Als nächstes nehmt ihr das Verlaufwerkzeug. Und dann, ja, nehmt ihr irgendeinen coolen Verlauf. Das Wichtigste hierbei ist, liegt ab, was jetzt hier für einen Planeten macht. Wollt ihr einen Feuerplaneten, dann macht er den, keine Ahnung, rot-gelb. Ich mache jetzt hier einen, der soll mehr so auf Gift wirken. Und der wird jetzt gelb-grün. Dann ziehe ich den Verlauf hier drüber. Das Beste, also Modus muss farbig nachblenden sein. Hier der Verlauf ist der erste. Und das ist auch dieser lineare Verlauf. Zieht ihr mal hier rüber, dann habt ihr schon sowas hier.
Als nächstes geht ihr auf die Filter. Die Kunstfilter. Und dann nimmt er die Kunststofffolie. Ja, jetzt müsst ihr ein bisschen warten, bis der das Bild hier verarbeitet. Jetzt seht ihr hier sowas. Das wirkt jetzt nicht ganz besonders. Deswegen, ihr müsst den... Ja, oder? Ah, doch. Sieht. Also, das ist jetzt der normale Planet. Hier könnt ihr dann euren Glanz einstellen. Ob ihr jetzt hier extrem haben wollt. Oder jetzt nicht, das ist euch überlassen. Also, ich hätte bei dem Beispiel jetzt die... Ja... Da die Detailstärke auf 15. Glättung auf 0. Und den Glanz, da könnt ihr variieren. Ich hätte ihn jetzt bei 11 gelassen. Ja, dann seid ihr an sich auch schon fertig. Und das ist dann auch euer Planet. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren und bewerten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Tutorial. Habt ihr irgendwelche Anfragen auf irgendwas, was ihr nicht ganz versteht, dann schreibt mir bitte und ich versuche sie zu beantworten.